Im DM habe ich einen Kosmetikbaukasten namens Cosmetic Kitchen entdeckt. Damit soll man Bodylotion selber anrühren können. Da ich ja gerne Kosmetik selber mache, konnte ich daran nicht vorbeigehen und will den Baukasten heute testen. Im Innern finde ich allerlei Dinge. Die Basis Bodylotion. Eine leere Cremedose. Ein Duftstoff Rose. Ein Duftstoff Erdbeerblüte. Kosmetikfarbe Orange. Kosmetikfarbe Rot. Einen Holzspatel. Und ein Rezeptbüchlein. Zuerst teste ich die Bodylotion so, wie es vorgesehen ist, mit Farbe und Duft. Ich brauche also die Bodylotion, die rote Farbe und den Rosenduft. Weil ich mehrere Tests machen will, nehme ich jetzt nur 100 Gramm. Die Bodylotion ist relativ dickflüssig und fließt nicht so einfach aus der Flasche. Zuerst probiere ich mal die Creme-Eigenschaften der Basislotion. Okay, sie lässt sich gut verstreichen, zieht schnell ein und fühlt sich gut an. Jetzt kommt die Farbe in die Lotion. Ein paar Tropfen reichen und dann gut umrühren. Dann kommt das Duftöl dran. Riecht ganz gut. Wieder ein paar Tropfen. Und umrühren. Jetzt habe ich eine lachsfarbene, duftende Bodylotion. Nun habe ich noch mehr Tests mit der Basislotion vor. Folgendes will ich einrühren: Urea, Kokosöl und Salbeitinktur. Zuerst kommt der Urea-Test. Urea macht die Creme feuchtigkeitsspendender. Zuerst rühre ich die Urea mit einem Teil der Basislotion an. Das klappt ganz gut. Sobald die Mischung glatt gerührt ist, gebe ich sie in den Rest der Lotion. Gut umrühren. Und fertig ist die Urea Body Lotion. Jetzt kommt der Test mit dem Kokosöl. Kokosöl ist fettreich und hautpflegend. Ich rühre wieder mit einem Teil der Basislotion an.
Ups, das sieht aber gar nicht gut aus. Die Mischung verbindet sich nicht. Vielleicht zu viel Öl für das bisschen Lotion? Ich versuche, ob sich das Problem löst, wenn ich die missratene Mischung in eine größere Menge Lotion einrühre. Und siehe da, es entsteht eine glatte Mischung. Eine tolle Kokosöl-Body-Lotion. Und nun kommt der Test mit der Salbei-Tinktur. Salbei verringert das Schwitzen und wirkt antiseptisch. Wieder verrühre ich die Testsubstanz mit etwas Lotion. Beide Substanzen vermischen sich nicht gut. Ob ich zu viel Tinktur auf einmal genommen habe? Nächster Versuch mit kleineren Portionen. Jetzt klappt das Einrühren. Nun gebe ich die Mischung in den Rest der Basislotion und das Verrühren klappt problemlos. Nun habe ich eine Salbei-Body-Lotion. Mein Fazit: Natürlich ist dieser Baukasten weit weg von richtig selbstgemachter Kosmetik mit Einzelzutaten. Aber es kann ein guter Einstieg zum Kosmetik-Selbermachen sein. Man kann schnell und einfach ausprobieren, ob es einem Spaß macht, Kosmetik selber anzurühren. Die Basislotion finde ich ganz passabel. Auf Mineralöle wurde verzichtet, was schon mal ein echter Pluspunkt ist. Das Einrühren der Farben und Düfte geht einfach und man hat schnell eine bunte, duftende Bodylotion. Die Lotion kann sogar noch mehr als versprochen, denn man kann alle möglichen Wirkstoffe einarbeiten. Ich habe Urea, Kokosöl und eine Tinktur erfolgreich einarbeiten können und bin mit dem Ergebnis zufrieden. Also, klare Kaufempfehlung.